Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute teste ich für euch bzw. habe in den letzten Wochen für euch den Mi Air Purifier 3H, zu Deutsch Luftreiniger, getestet, und was er kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Was erwartet euch in dem heutigen Video? Wie immer schauen wir uns gleich zu Beginn die technischen Daten an. Dann werden wir uns den Mi Air Purifier mal etwas genauer im Detail anschauen. Wir gucken uns das Gerät an, wir gucken uns das Lieferzubehör an. Dann könnt ihr ihn natürlich auch smart per App steuern. Wir werden natürlich auch dann dementsprechend einen Blick in die App werfen. Und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Starten wir zu Beginn mit den technischen Daten des Mi Air Purifier 3H. Er hat Abmaße von 24 x 24 x 52 cm, das Ganze bei einem Gewicht von etwa 4,8 kg. Derzeit liegt der Preis bei ca. 135 Euro bei Amazon. Der Luftreiniger ist ausgelegt für eine maximale Fläche von 45 Quadratmetern. Dabei hat er einen Luftdurchsatz von 380 Kubikmetern pro Stunde. Die Lautstärke geht von 33 bis maximal 64 Dezibel. Der austauschbare Filter hat eine Lebensdauer von etwa 6 bis 12 Monaten. Ein Ersatzfilter kostet ca. 50 Euro. Hier bietet Xiaomi drei unterschiedliche an. Verbaut ist der graue HEPA-Filter der Klasse 13. Alternativ gibt es einen grünen, der auch Gerüche entfernen soll, oder einen lilanen, der antibakteriell fungiert. Der Filter kann Kleinstteilchen bis zu 0,3 Mikrometern herausfiltern, was 99,97% entspricht. Schauen wir uns an dieser Stelle mal das mitgelieferte Zubehör an, beziehungsweise das Gerät im Detail, und ich werde auch ein bisschen was zu meinen Erfahrungen an dieser Stelle berichten. Das Zubehör ist wohlgemerkt recht überschaubar. Wir haben eine Bedienungsanleitung dabei, die auch in deutscher Sprache ist. Das ist sehr schön. Wir haben hier aber auch ein Gerät, was eine CE-Kennzeichnung hat. Xiaomi ist mittlerweile auch offiziell in Deutschland vertreten. Bedeutet also, ihr könnt das Produkt hier in Deutschland kaufen. Ich hatte es vorhin gesagt, ca. 135 Euro bei Amazon. Ihr findet das Produkt auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, sodass ihr da überhaupt keine Probleme haben solltet. Ansonsten ist letztendlich im Lieferumfang einfach nur noch ein Stromkabel mit 1,5 Metern Länge mit enthalten. Das kann ich euch gerade nicht zeigen, weil es natürlich am Strom dranhängt. Das Gerät selbst ist komplett aus Kunststoff, macht aber Xiaomi-typisch einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. An der Seite eben aus Kunststoff. Man hört es auch, ist an der Seite etwas dünner, aber ja, einfach wirklich sehr hochwertig und schön verarbeitet. Auf der Oberseite haben wir hier ein weiteres Lüftungsgitter. Hier oben kommt die gereinigte Luft raus, und an der Seite oder an den drei Seiten wird es quasi eingesogen, weil auf der Rückseite es zwar so aussieht, als ob wir so ein Lüftungsgitter haben, aber die Rückseite eben verschlossen ist. Ich würde sagen, wir starten kurz mit der Rückseite. Wir haben hier oben einmal einen Knopf, damit könnt ihr das Display an- und ausschalten bzw. dimmen. Wenn ihr das jetzt einmal drückt, dann seht ihr, dass das Display etwas dunkler geworden ist. Und wenn wir es nochmal drücken, ist es komplett ausgeschaltet. Und bei einem weiteren Druck ist es wieder komplett an. Auf das Display komme ich aber sonst gleich noch zu sprechen. Auf der Rückseite habt ihr hier unten einmal die Möglichkeit, den Filter zu wechseln. Ich hatte es vorhin gesagt, der graue ist verbaut. Den könnt ihr einfach entfernen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Könnt ihn durch einen grünen oder einen lilanen ersetzen. Um die 50 Euro kosten die Ersatzfilter. Ist ein bisschen problematisch, da an Ersatzfilter ranzukommen. Müsst ihr einfach schauen. Aber ja, so viel dazu. Auf der Unterseite des Filters ist auch ein RFID-Chip verbaut, der die Informationen zu dem Filter selbst speichert. Momentan sind noch 83% Restlebensdauer vorhanden. Ich habe ihn jetzt einige Wochen hier schon im Einsatz. Ihr müsst euch aber im Klaren darüber sein, dass die 6 bis 12 Monate, die angegeben sind, auch ganz stark von eurem Wohnort abhängig sind. Ich wohne recht ländlich. Die Luft hier ist ganz in Ordnung, wie ihr ja auch auf der Vorderseite gesehen habt. Wenn ihr in einer Großstadt, in der Hauptstraße wohnt, dann muss natürlich mehr schmutzige Luft gefiltert werden, was natürlich auch dafür sorgt, dass der Filter schneller zugesetzt ist. Ansonsten habt ihr hier auf der Oberseite noch den Laser, der den Verschmutzungsgrad quasi misst. Das könnt ihr auch hier öffnen, um es zu reinigen. Das, was angezeigt wird, ist der PM2.5 Wert, und auf der Vorderseite bekommt ihr dann eben pro Kubikmeter die angesammelten oder gefundenen Teilchen eben angezeigt. Genau, und dann kann das Ganze auch hier wieder zugemacht werden. Der Filter wird wieder eingesetzt. Das ist ein bisschen hakelig, und na, so, ist wieder drin. Die Klappe wird verschlossen. Wenn irgendwas sein sollte, kriegt ihr das auch auf der Vorderseite
vom Display angezeigt. Wenn ich jetzt einmal hier drauf drücke, seht ihr, dass das Cover open ist. Wenn ich jetzt das Cover schließe, so ist der Fehler behoben. Das Gerät startet neu und wir bekommen jetzt angezeigt, dass der Filter eben noch 82% Restlebensdauer hat. So viel zum Luftfilter selbst. Ich selbst bin kein Allergiker, sprich ich kann oder konnte in meinem Test, muss ich gestehen, keine großartige Verbesserung der Luftqualität feststellen. Ihr seht es aber auch, der momentane Wert liegt bei 0,004 bzw. bei 4 Partikeln pro Kubikmeter Luft, was sehr wenig ist. Ihr seht an den Informationen eben den PM2.5 Wert. Ihr seht gerade die Temperatur hier im Raum, 30 Grad. Das sind gerade die super warmen Tage hier im August. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Das Gerät ist mit dem WLAN verbunden und wir haben gerade den Nachtmodus aktiviert. Und hier vorne seht ihr quasi den Touch-Button, da könnt ihr durch die unterschiedlichen Modi hindurch switchen und eben, um auf die Luftverschmutzung wieder zu sprechen zu kommen, den kleinen grünen Ring hier bedeutet, alles in Ordnung. Wenn der Wert hier über 75 steigen sollte, dann wird der Ring orange. Wenn er noch höher steigt, wird der Ring irgendwann ab 150 rot. Bedeutet also, dass die Luftverschmutzung sehr schlecht ist. Das habe ich im Alltag überhaupt nicht rausfinden können. Das habe ich lediglich dadurch hervorrufen können, indem ich ein Streichholz genommen habe und wirklich ein Streichholz hier neben dem Gerät angezündet habe. Dann kommt natürlich der Rauch, wird eingezogen, beziehungsweise wenn ich das Streichholz auspuste, qualmt es ja immer und dann sieht man auch, dass der Wert hier ansteigt, aber auch wirklich schnell wieder gereinigt wird. Wenn das Gerät im Automatikmodus ist, dann ist es auch so, dass das Gerät selbstständig hochregelt. Wo wir gerade beim Punkt Hochregeln sind, switche ich auch mal hier kurz durch die unterschiedlichen Modi. Das ist jetzt Stufe 1. Ich habe das Ganze auch Lautstärke technisch getestet, wie laut die Geräte oder das Gerät ist und vor allem auch, wie viel Strom in der jeweiligen Situation verbraucht wird. Auf der Stufe 1, die ihr jetzt gerade hört, vielleicht so ein bisschen Grundrauschen im Mikro hier, haben wir knapp 36 Dezibel an Lautstärke und einen Verbrauch von etwa 4 Watt. Wenn wir auf die Stufe 2 wechseln, merkt man schon, dass das Gerät lauter wird. Da haben wir eine Lautstärke von knapp 48 Dezibel bei einem Verbrauch von 17 Watt. Wenn wir jetzt auf Stufe 3 gehen, ist es noch lauter. Ich hoffe, man hört mich noch. Hier haben wir jetzt eine Lautstärke von knapp 53 Dezibel bei einem Verbrauch von 27 Watt. Und die höchste Stufe, das ist der Favoritenmodus, quasi selbst eingestellt. Das habe ich auf 100% geregelt. Ich mache es mal wieder weg auf den Automatikmodus. Die Favoriteneinstellung ist in meinem Fall eben die 100%. Auf 100% habt ihr eine maximale Lautstärke von 57 Dezibel bei einem Verbrauch von ungefähr 39 Watt und im Standby verbraucht das Gerät ca. 2 Watt. Gemessen habe ich die Lautstärke in etwa 1 Meter Entfernung. Wie gesagt, das sind von mir hier zu Hause gemessene Werte. Nehmt die bitte nicht absolut. Angegeben ist ja sogar bis zu 64 Dezibel, das konnte ich jetzt hier nicht nachverfolgen. Wie gesagt, im Automatikmodus ist das Gerät wirklich flüsterleise, sodass ihr eigentlich überhaupt nichts hört. Das heißt, wenn ihr ihn im Schlafzimmer haben wollt oder so, ist es überhaupt kein Problem. Erst wenn die Luft verschmutzt ist, dreht er automatisch hoch oder ihr schaltet einfach den Nachtmodus an, dann ist einfach ein ganz geringer Durchsatz. Ja, so viel zum Luftreiniger selbst. Ich würde sagen, wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App. Werfen wir an dieser Stelle noch mal einen kurzen Blick in die App. Ihr seht hier schon auf der Startseite in der Xiaomi Home App oder in der Mi Home App meine ganzen verschiedenen Geräte von den Saugrobotern über den Wasserkocher, über den Ventilator und so weiter und so fort hin zum Mi Luftreiniger 3H. Ihr seht auch an dem kleinen Symbol, dass er momentan angeschaltet ist. Wenn ich den jetzt auswähle, sind wir hier auf der Startseite. Wir bekommen mit einer leichten Verzögerung den Wert auch vom Display angezeigt. Ansonsten auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Ansonsten habt ihr hier oben keine großartigen Möglichkeiten. Ihr könnt den Screen nach oben ziehen, habt jetzt hier die Möglichkeit zwischen dem Automatikmodus, dem Nachtmodus, den unterschiedlichen Levels bzw. dem manuellen Favoritenmodus zu wählen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel auf Nacht gehen, dann seht ihr auch hier oben auf dem Display, dass das Ganze umgeschaltet wird. Die verschiedenen Level, das ist jetzt Level 3. Ihr merkt auch, dass er hochfährt jetzt. Beziehungsweise auf 1 gesprungen ist, weil er auf 1 ist, auf 2, dann fährt er jetzt hoch
Und wie ich vorhin gesagt habe, der manuelle Modus jetzt auf diesem Höchststand hier, da könnt ihr euch auch einfach einen eigenen Wert einstellen, wie ihr das gerne hättet. Und dann merkt ihr jetzt auch, dass der manuelle Modus bzw. euer Favoritenmodus eingeschaltet ist und halt dementsprechend runterregelt. Ich habe das einfach auf voller Pulle gelassen und würde sagen, ich wechsle wieder zurück in den manuellen Modus, in den Automatikmodus. Ansonsten kriegt ihr hier auch noch die Informationen über den Filterzustand, also letztendlich all das, was ihr auch am Gerät selbst angezeigt bekommt, wenn ihr es ein- oder ausschaltet oder halt eben durchswitcht. Ihr habt die Möglichkeit, noch Benachrichtigungstöne ein- und auszuschalten, das ist dann so ein kleines Piepsen eben. Auch nochmal hier das Licht, auch was ihr am Gerät auf der Rückseite einstellen könnt. Oder eine Kindersicherung und so weiter und so fort. An und für sich habt ihr in der App einfach nur noch mal eine Art Fernsteuerung für die Dinge, die ihr auch hier manuell am Gerät selbst einstellen könnt. Das heißt, ihr könnt das Gerät auch ohne App komplett bedienen. Lediglich die smarten Funktionen fehlen euch dann. Ihr könnt den Luftreiniger auch mit Alexa steuern, allerdings nur ein- und ausschalten. Dann sagt er halt einfach, schalte den Luftreiniger aus. Ja, da ist er natürlich nicht angesprungen. Schalte den Luftreiniger aus. Okay. Ja, und ihr habt es gesehen, jetzt hat sie im Hintergrund bestätigt, der Luftreiniger wurde ausgeschaltet. Ihr könnt auch den Luftreiniger einfach per Sprache wieder anschalten. Aber ihr könnt jetzt nicht zwischen den verschiedenen Modi oder auch den verschiedenen Stufen wählen. Ja, ansonsten, ihr könnt Software-Updates fahren. Habe ich gerade noch eins aktualisiert. Da ist natürlich jetzt fraglich, was bringt ein neues Software-Update auf einem Luftreiniger, der letztendlich einfach nur Luft reinsaugt und nach oben wieder rauspustet. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, in dem Ökosystem von Xiaomi den Luftreiniger in verschiedene Routinen mit einzubinden. Ja, das wäre noch eine weitere Möglichkeit. Ihr könnt Zeitpläne anlegen. Und das war es im Endeffekt auch schon, was es so über die App zu sagen gibt, beziehungsweise was man in der App noch zum Luftreiniger entdecken kann. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Mein Fazit zum Mi Air Purifier 3H. Was soll ich sagen? Das etwa 135 Euro teure Gerät hatte ich jetzt einige Wochen bei mir im Einsatz. Ich für meine Person muss sagen, ich konnte jetzt keine großartige Verbesserung der Raumluftqualität verspüren. Ihr seht es auch, der Wert ist immer sehr niedrig. Ich wohne in einem Vorort von Darmstadt im Endeffekt, ein bisschen ländlicher gelegen, also die Luft hier ist schon sehr gut. Dementsprechend konnte ich hier halt wirklich keine großartige Verbesserung empfehlen, auch kein Placebo-Effekt, dass ich irgendwie sage, oh wow, ich habe jetzt einen Luftreiniger hier, mir geht so viel besser. Ich hatte ihn natürlich auch mal während der verschiedenen Kochvorgängen bei mir in der Küche stehen, da ist dann der Wert vielleicht mal ein bisschen höher gegangen, war dann aber meistens so bei um die 10 oder 12, auf jeden Fall nie so hoch, dass ich jetzt sage, wow, er filtert da unheimlich viel raus. Ich habe auch mal Fisch gebraten und dann hat man ja schon irgendwie so einen Geruch in der Luft. Da muss ich gestehen, auch Gerüche hat er jetzt nicht irgendwie extrem gut aus der Luft gefiltert, sodass ich jetzt sage, weil ich viel koche, stelle ich mir das Gerät in die Küche. Aber an der Stelle sei auch gesagt, um Gerüche aus der Luft zu filtern, braucht man einen Aktivkohlefilter, der hier so nicht vorhanden ist. Wie gesagt, ich bin kein Allergiker, dementsprechend kann ich auch dazu nichts sagen, aber einfach von der physikalischen Seite. Er filtert Partikel mit 2,5 Mikrometern aus der Luft. Pollen sind größer, dementsprechend ist es kein Problem. Er filtert diese Pollen eben raus. Das ist eigentlich recht einfach nachgewiesen und von daher, wenn ihr Allergiker seid, sollte das Gerät für euch auf jeden Fall eine Verbesserung hervorrufen. Auch die Erfahrungen, die man bisher so liest, hört und sieht, sind auf jeden Fall super positiv. Dementsprechend, wenn ihr da ein Problem mit habt, ist das Gerät auf jeden Fall für euch eine super Alternative und mit einem Preis von 135 Euro und den smarten Funktionen auch definitiv eine Empfehlung, wie ich finde. Von der Größe her absolut in Ordnung, im Automatikbetrieb mit irgendwie 2,1 Watt auch vom Verbrauch her absolut in Ordnung. Dementsprechend, ich denke, wenn ihr eine Allergie habt, greift auf jeden Fall zu. Die aktuellen Preise könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung auch nochmal euch anschauen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann hinterlasst mir doch unten einen Kommentar oder besucht uns mal in unserer Raum-, Luft- und Klima-Facebook-Gruppe. Da sind wir schon einige Leute, die sich auch mit dem Thema
Luftreiniger beschäftigen, auch mobile Klimageräte und auch Ventilatoren sind dort Thema. Und ja, da könnt ihr auch mal eure Erfahrungen kundtun. Ich bin auf jeden Fall neugierig, freue mich, euch dort zu sehen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben und wollt mehr Videos zu Luftreinigern, Saugrobotern oder was auch immer sehen, dann denkt daran, unten die kleine Glocke auch zu aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.